Ja, Frau Präsidentin, das war eben keine Gesprächsgruppe. Ich wurde aufgefordert, doch einen sehr segensreichen islamischen Spruch zu sagen. Ich mache das jetzt hier nicht, sonst haben wir eine zweite Debatte. Ja, genau. Frau Kohlert, nicht die Opposition verbreitet hier miese Stimmung. Wenn Sie wirklich diesem Aberglauben anhängen, lassen Sie sich bitte von Herrn Böning, er wird das gerne tun. Herr Böning, machen Sie das bitte für Ihre Senatorin. Stellen Sie ihr zusammen die Pressemeldungen der letzten 4 Wochen über zum Thema Karneval der Kulturen. So viel zum Thema. Na, vielleicht können Sie es trotzdem helfen, weil Sie haben die bessere Software vielleicht als die Senatsverwaltung für Soziales. Stellen Sie ihr die Pressemeldungen zusammen. Und vielleicht mal noch so irgendwie so eine MP3 mit einzelnen Auszügen aus der Berliner Abendschau. Vielleicht hat die Senatorin das verpasst, weil sie gerade im Gespräch war mit irgendjemandem. So viel zum Thema schlechte Stimmung. Zweitens, Frau Kohlert, Sie haben ja nur dafür argumentiert, das fand ich bemerkenswert, jetzt als Sie hier standen, Sie haben dafür argumentiert, den Antrag der Linken anzunehmen seitens der Koalition. Sie haben nichts anderes gesagt, als sozusagen unseren Ansatz hier zu bestätigen. Erstens, wir wollen, dass 2015 die erforderlichen Mittel, und zwar die erforderlichen Mittel und nicht irgendwelche Summen aus 2014 zur Verfügung gestellt werden. Und wir wollen, dass ab 2016 der Karneval der Kultur nachhaltig gesichert wird. Sowohl von der Zuständigkeit als auch etatseitig. Nichts anderes steht in unserem Antrag. Sie haben ihn trefflich argumentiert soeben, also kann man dem zustimmen. Das ist offensichtlich Senatspolitik. Ganz ausgezeichnet, was Sie da machen. Wir unterscheiden uns nur in einem einzigen Punkt. Der eine einzige Punkt ist, dass wir inzwischen nicht mehr genug Vertrauen in Ihre Verwaltung haben, dass Sie das stemmen, sondern wir sind gewillt, den Karneval der Kulturen künftig als das zu behandeln, was er wirklich ist, als eine kulturelle Großveranstaltung dieser Stadt. Deswegen bitteschön in die Zuständigkeit, augenblicklich noch des regierenden Bürgermeisters, zumindest des Kultursenators. Ja, vielen herzlichen Dank. Mir ist dazu nichts zu sagen. Arbeiten Sie bitte und in einer Woche können wir ja dann lesen, was Sie gemacht haben.